Gut, Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Ich darf euch zu meinem nächsten Video begrüßen. Und zwar, wie ihr lesen konntet, heute eine neue Sorte von TikTok. Zu TikTok habe ich ja schon vor einem guten Jahr mal was erzählt. Und zwar sind ja damals zwei junge Herren auf mich zugekommen auf der Intertabak und hatten mir dann eine Dose TikTok in die Hand gedrückt, beziehungsweise zwei, die ich dann mal testen konnte. Und auf der Shisha-Messe 2018, also dieses Jahr, durfte ich dann oder habe ich dann auch den TikTok-Stand besucht und bin dort mit dem Importeur, der für TikTok zuständig ist, ins Gespräch gekommen. Und ja, dort habe ich mich dann auch nochmal mit ein paar Sorten oder auch neuen Sorten eingedeckt. Und heute möchte ich euch mal den Guilty vorstellen. Vorneweg muss ich sagen, ich empfehle euch wirklich mal den Tabak anzugucken. Vor allem auch das erste Video, was ich vor einem Jahr zu dem TikTok gemacht habe, zu dem B52. Leute, ich sag euch, jeder, der auf Zitrone und Spearmint steht, guckt euch das Video mal an, kann ich definitiv nur empfehlen. Kommen wir mal zu TikTok an sich. TikTok bekommt ihr 100 Gramm für 15,90 Euro. Jetzt werden einige schon gleich mit den Ohren schlackern. Leute, ich weiß, der Preis ist definitiv etwas höher wie bei anderen Tabaksorten, aber ihr müsst es immer so sehen, ich gebe lieber Geld für guten Tabak aus, als wenn ihr jetzt 200 Gramm für 16,90 Euro kauft und das ist mal wieder Müll. Also den Preis lasse ich hier jetzt unbeschrieben, beziehungsweise da gehe ich nicht drauf ein. Ich kann auf jeden Fall von meiner Seite sagen, dass die 15,90 Euro sich für den Tabak definitiv lohnen. Zumindest mal für die Sorten, die ich jetzt geraucht habe. Aber kommen wir nochmal zum Tabak an sich. Und zwar kommt TikTok in diesen kleinen Dösen. Ich gucke mal, ob ich jetzt vielleicht ein kleines Video da oben nochmal einblende. Das sind kleine Metalldosen. Die werden nicht nach oben geöffnet, sondern die werden so seitlich aufgemacht. Da könnt ihr so, ja, mit so einer Art Schiebemechanismus. Ich habe das damals schon gesagt, ich finde die Dosen unheimlich geil. Die sind sehr, sehr hochwertig gemacht. Wenn man drüber fühlt, die haben wie so eine, ja, es fühlt sich an wie so eine Art Filz oder so. Es ist halt wie weich in Anführungszeichen bedruckt oder wie auch immer das gemacht wird. Es geht heute um die Sorte Guilty. Was ist Guilty? Natürlich TDP2-konform dürfen die Sorten nicht mehr irgendwelche normalen Namen wie zum Beispiel Zitrone, Minze hin und her, wisst ihr ja. Deswegen Guilty ist Grapefruit Maracuja Eis. Dann würde ich sagen, kommen wir mal wie üblich zum Schnitt. Die 100 Gramm sind dann in dieser Dose drin. Die Dose könnt ihr natürlich nicht für den Tabak lagern. Ihr könnt das jetzt so im Zipper lassen. 100 Gramm sind ja auch nicht so viel. Die raucht man ja dann doch in einer gewissen Zeit auch auf. Da kann man das dann übergangsweise machen. Aber solltet ihr euch mehr zulegen, definitiv in eine Lock-and-Lock-Dose oder einen Zipper. Und wenn wir uns den Schnitt angucken, muss ich sagen, mittleren bis feinen Schnitt, aber wirklich eher im mittleren Bereich. Also ideal für einen Tonkopf, generell Funnel, sonstiges, gar kein Problem. Und wir haben hier wirklich eine richtig perfekte Feuchtigkeit. Wir haben weder zu feuchten noch zu trockenen Tabak. Hier ist es wirklich ideal gehalten. Natürlich keine Färbemittel, Virginia Tabak. Und ja, ich würde sagen, wir riechen mal dran. Ja, und geruchlich haben wir eine sehr, sehr spritzige Grapefruit. Dann finde ich, hat das Ganze noch so eine leichte Nimm-2-Zitronen-Richtung. Erinnert mich auch so minimal an Zitronenmelisse. Die Maracuja-Note, finde ich, riecht man jetzt im Geruch nicht wirklich raus. Und ja, beiläufig haben wir noch so eine leichte Mentholfrische. Ist definitiv jetzt nicht so eine Mentholklatsche oder so, sondern wirklich einfach so, um den Flavor abzurunden, so eine, ja, typische Sommerfrische. Aber die Hauptnuance ist hier definitiv auf den Grapefruit gelegt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, die Dosen sind wirklich hochwertig und ich denke auch, wenn solche hochwertigen Dosen schon produziert werden, dann wird der Inhalt auch stimmen. Wie gewohnt kommen wir jetzt aber noch kurz zum Setup. Rauchen tun wir das Ganze natürlich in meiner Keule. Dann haben wir hier als Pfeife die Zischenbuff plus 1 stehen. Gebaut habe ich das Ganze bündig im Tonkopf mit Phoenix und 3 Black Coca-Colen. Ja, und zum Rauchclub brauche ich, glaube ich, nichts sagen, den seht ihr, der lässt sich sehen.
Und ja, was haben wir jetzt beim Rauchen? Raucht man den ganzen Flavor ein, haben wir eine sehr angenehme Mentholfrische im Hals und auch leicht auf der Zunge. Ist jetzt nicht too much, ist wirklich eher so eine beiläufige Sache, die den ganzen Flavor ein bisschen auffrischt. Dann haben wir was leicht süß-säuerliches von der Grapefruit auf der Zunge. Lässt man den Flavor aus der Nase aus, hat man die Maracuja-Note etwas mehr im Vordergrund. Die ist auch sehr natürlich hier getroffen, also ist jetzt nicht diese typisch künstlichen Maracuja-Flavor, die man sonst so aus dem Standard-Shisha kennt, sondern das ist wirklich eher so, ja, eher in diese natürliche Richtung. Und die Grapefruit-Note kommt auch eher spritzig rüber. Mich erinnert sie schon an so Tingeltangel beziehungsweise ja so die guten Grapefruit-Flavor, die man kennt. Es ist jetzt keine Grapefruit von Alfacha. Sowohl als die Grapefruit als auch die Maracuja hier, die harmonieren wirklich sehr, sehr gut. Oft kommt es ja dazu, dass Maracuja so ein bisschen cremig rüberkommt. Das ist hier nicht. Also die Hauptnuance bei dem Flavor ist definitiv, oder der Hauptfokus ist definitiv bei der spritzigen Grapefruit. Das Ganze dann abgestimmt mit dieser leichten Maracuja-Note und das Ganze dann beiläufig mit so einer leichten Eisnote oder Mentholnote. Eisnote gibt es meines Erachtens nämlich nicht. Also ich muss hier sagen, der Flavor ist für die breite Masse definitiv geeignet, also alle, die jetzt hier Tingeltangel oder wie sie alle heißen, diese typischen, frischen, sommerlichen, spritzigen Flavor suchen, der Guilty ist safe, das Ding. Also wir haben den auf der Messe geraucht gehabt, da nochmal Gruß an dich, Sam. Mit dem bin ich nämlich dort am Messestand gewesen und ja, ich muss sagen, der hat mich da schon überzeugt und auch jetzt hier beim Rauchen muss ich einfach sagen, geil. Der schmeckt einfach wirklich richtig gut. Was man auch definitiv sagen kann, wir haben kein Drücken, kein Kratzen. Der Tabak kann relativ gut Hitze ab, also da kann man ruhig auch mal die Kohlen ein bisschen nach innen legen. Da haben wir hier gar keine Probleme mit. Und ja, mehr kann ich zu der Sorte gar nicht sagen. Für mich eine klare Kaufempfehlung für all die Leute, die auf diese Grapefruit-spritzigen, sommerlichen Flavor stehen, ein absolutes Oberbrett, finde ich wirklich richtig, richtig gut, kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr wirklich mal sagen wollt, ihr wollt wirklich mal was, ja, Besonderes, beziehungsweise einen guten, soliden Tabak, dann werft mal ein Auge wirklich auf den TikTok, also ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen, mich haben die Sorten oder generell die Marke bis jetzt wirklich extrem positiv überrascht. Also ich habe bis jetzt noch keinen Flavor gehabt, der mich jetzt irgendwie, ja, nicht überzeugt hat, beziehungsweise der mir nicht geschmeckt hat. So viel zu an der Stelle. Natürlich möchte ich jetzt hier auch nichts irgendwie unnötig in den Himmel hypen, aber ich will definitiv nochmal, ja, einfach rüberbringen, dass ich den Tabak wirklich sehr, sehr gut finde. Ja, mehr denke ich, kann ich dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, ich packe euch mal unten einen Link rein, wo ihr TikTok auch bekommt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne bin ich damit raus und wünsche einen guten Rauch. Schön die Glocke drücken, abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat, auch einen Daumen da lassen. Teilt es euren Freunden mit, dass ich wieder back bin und Videos mache. Und ich würde sagen, ich bin damit raus. Haut da rein.